Moin meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Beim letzten Mal haben wir Dagon erschlagen und die Herrin des Sees hat uns verlassen. Berenga hat sich uns offenbart. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt noch einmal hier bei den Basilisken vorbeischauen, weil wir brauchen noch 4000 Erfahrung bis zur nächsten Stufe. Die würde ich noch gerne erreichen und dafür reicht es, wenn wir uns jetzt einmal durch den Haufen hier von Ungeheuern schnetzeln. Oh, nur noch einer da? Nee, doch nicht. Ach nee, komm. Keine Lust. Ich weiß nicht, warum es jetzt nur noch zwei Basilisken sind. Okay, das ist jetzt irgendwie traurig. Das ist jetzt irgendwie ziemlich bitter. Was? Jetzt fehlen nur noch... Okay. Dann muss halt die eine arme einzelne Königsviva dran glauben. Also die Stufe möchte ich jetzt noch unbedingt haben. Komm. Kommst du jetzt oder was ist jetzt? Kaffeekränzchen kann ich auch alleine. Stufenaufstieg in your face. So, und jetzt können wir nämlich gleich noch neue Talente dann gleich mitverteilen. Ist das nicht toll? Absolut herrlich. Weil es ist mir jetzt ein bisschen zu spät, um jetzt noch zum Seeufer zurückzukehren. Das will ich lieber bei Tag machen. So. Oh. Was? Drei? Wieso denn jetzt drei? Und davon nur noch eins? Ja, das sammelt sich ja weiter und weiter. Aber warum denn drei? Was ist das denn? Na, wie auch immer. Wir packen jetzt auf jeden Fall hier noch Niederschlag plus 40. So, und jetzt hatte ich eigentlich vor, den Stahl noch ein bisschen hier drauf zu packen. Das müssen wir auch noch machen. Ja, was mache ich denn jetzt? Ach so, jetzt habe ich nur noch zwei davon. Das muss ich auch noch machen. Es gibt noch so viel, was ich hier tun kann. Ach so, Moment. Ich packe übrigens eben noch Axi bei Bronze auf Stufe 2. Gibt's hier noch was zu tun? Ach so, ja, das habe ich ja auch noch alles. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, Moment. Umschwung. Was gibt's denn? Was gibt's denn hier? Basisintensität brauche ich jetzt nicht. Okay. Ausdauer, Gift und Resistenz. Was haben wir hier? Ausweichen, Parieren, Blenden, Einschüchterungsresistenz. Ja, okay. Dann machen wir es so. Wir leveln Stärke auf Stufe 4 auf. Mit Schaden 10, Parieren 5, Vitalität 100. Und ich denke, das lohnt sich. So. Und dann außerdem noch die Gewandtheit ebenfalls auf Stufe 4. So, und zum ersten Mal werden dann wohl jetzt auch Goldtalente fließen, oder? Bluten 50. Nein, die sparen wir uns tatsächlich nochmal auf. So viel Zeit muss sein.
So, jetzt ist schon wieder viel zu viel Zeit vergangen. Aber so viel Zeit musste sein. Nanu ist Berengar jetzt weg. Der ist tatsächlich weg. Das gibt's ja nicht. So. Boah, jetzt gibt es nur noch so wenig Quests, dass ich hier nicht mal mehr einen Scrollbalken habe. Das ist ja unglaublich. So, Moment. Wie ging das jetzt? Die Nereade hat sich gefreut. Ja, das wissen wir. Alvin. Ein außergewöhnliches Schwert. Die Herrin des Sees muss mich für wichtig halten. Nee, die gibt es noch. Ah! Alpha-Vertrag, Basilisk-Vertrag, der wird ja Neupriester. Ich habe dem Dorfprobst, achso, das war das. Der alte Zemetauer, die Hitze des Tages, Pfade des Schicksals hier. Berengar ist fort. Ich hoffe, er findet, was er sucht. Jetzt sollte ich besser zum Seeufer zurückkehren. So, hier das. Die Herrin des Sees hat mir ein außergewöhnliches Schwert geschenkt. Es ist leicht, rein Seemesser scharf und schmiegt sich perfekt in die Hand. Außerdem ist es das Geschenk einer Göttin. Ich habe das Gefühl, dass es sich bei vielen Gelegenheiten als nützlich erweisen wird. Okay. Gesucht, kleine Drangsale. Täglich Brot unverziehen. Versuchung. Was war denn das? Ah ja. Und Wellen. Dagon ist, ja. Die Herrin hat mich dafür belohnt, dass ich Dagon getötet habe. Sie hat sich gefreut, dass es mir gelungen ist, die beiden Völker wieder zusammenzubringen. So, und was haben wir jetzt noch zu tun? Nicht das. Also wir müssen zum Seeufer zurück, klar. Berengar ist seines Weges gezogen. Ich konnte nicht auf. Ich konnte ihn. Ach, was ich bezweifle, dass wir uns hier wiedersehen werden. Hm, okay. Alles klar. Ja, jetzt ist wirklich alles vorbei. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zum Seeufer zurückzukehren, und ich glaube, dass Kapitel 4 damit jetzt dann bald auch abgeschlossen sein wird. Vielleicht ist es jetzt sogar in der Folge schon abgeschlossen, also ich würde sagen, spätestens in der nächsten. Ich bin echt gespannt auf das Finale. Und die Lesestunde wird es dann wohl erst wahrscheinlich dann am Anfang von Kapitel 5 geben oder später. Müssen wir gucken. Geralt von Riva. Ich habe gehört, ihr wäret tot. Verzeiht, aber ich glaube nicht, dass ich schon einmal von euch gehört habe. Man nennt mich die Weiße Reila. Was führt euch hierher, Hexer? Ungeheuer töten. Das Übliche. Habt ihr eine Einheit Elfen in der Gegend gesehen? Nein, keine Einheiten. Passt auf, was ihr sagt. Ihr seid nicht unantastbar. Wenn ich erfahre, dass ihr mit den Skoyatel zusammenarbeitet... Droht ihr mir? Nein. Ich helfe euch nur, einen schweren Fehler zu vermeiden, dessen Folgen möglicherweise zu viel für euch wären. Ihr solltet ebenfalls Vorsicht walten lassen. Ich bin kein ausgezehrter Elf. Ich kann mich verteidigen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr müsst wissen, dass Visima brennt. Anderlinge haben es in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Die armen, hungernden Elfen ermorden Dutzende von Menschen. Meine Befehle lauten, die Einheit aufzuhalten, die von Toruvil Aeb Shihil angeführt wird. Und ich lasse nicht zu, dass ihr mir in die Quere kommt. Sie verstecken sich im Dorf und haben Geiseln genommen. Wir greifen in Kürze an. Die Verluste werden vermutlich hoch. Seltsame Worte. Bedenkt man, dass dieser Mörder Yevin euer neuer Freund ist? Ich weiß, dass ihr bei diesem Bankraub die Finger im Spiel hattet. Und zufällig sind die Skoyatel seit diesem Moment deutlich besser bewaffnet. Egal aus welchem Grund... Diese Bauern gaben der Einheit Unterkunft und Essen. Sie sind des Verrates schuldig. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diese Bauern abschlachtet. Ha. Wollt ihr es mit uns aufnehmen? Nun gut. Sprecht mit dem Elfenweib. Wenn sie die Waffen niederlegen, garantiere ich ihnen einen fairen Prozess. Ebenso wie den Bauern. Wartet mit dem Angriff, bis ich zurückkehre.
Ihr habt mein Wort. Und ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass das Finale jetzt bevorsteht. Und das ist das Finale. Und da sieht man mal, was passiert. Kaum ist man mal 5 Minuten aus Vizima weg. Schon geht alles in den Bach runter. Vizima brennt. Und der Orden hat auch hierher den Weg gefunden. Was? Ihr seid die ganze Einheit, oder was? Seid ihr ein Witz? Ja, wobei gegen diese ausgehungerte Elfeneinheit? Ja. Also gegen die hier dürften diese paar Elfen tatsächlich keine Chance haben. Das sieht jetzt echt schlecht aus. Oh Mann, wer hätte gedacht, dass es so endet? Aber wisst ihr was? Es wird jetzt doch noch ganz anders enden. Denn wenn das das Finale von Kapitel 4 ist, dann wisst ihr, was ich jetzt tun werde. Ich habe ja vor 5 Minuten gesagt, die Lesestunde erfolgt später. Aber ich habe mich gerade spontan umentschieden, jetzt da ich weiß, dass jetzt wirklich das Finale von Kapitel 4 wartet. Und jetzt wird es folgendes am Maßen ablaufen. Die Folge wird jetzt kürzer. Und das nächste Mal, und vielleicht auch wieder das nächste Mal, gibt es dann erst wieder eine Lesestunde mit Geralt von Riva. Und dann erfolgt das Finale von Kapitel 4. Und an der Stelle werde ich euch jetzt vorzeitig verlassen. Tut mir leid, aber das Konzept hat sich halt so im Laufe des Spiels entwickelt. Und an diesem Konzept halte ich weiter fest. Die Lesestunde kann man ja sonst zur Not überspringen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.